Am dritten Tag unserer Reise fahren wir mit dem Elektriko in den Stadtteil Belem, in dem viele geschichtsträchtige Gebäude darauf warten, von uns angeschaut zu werden. Direkt am Tejo-Ufer in Belem steht das Padrão dos Cumprimentos. Das 52 Meter hohe Denkmal wurde 1960 eingeweiht. Anlass für den Bau des Denkmals war der 500. Todestag Heinrich des Seefahrers. Das Denkmal zeigt den Bug einer Karavelle, der über das Tejo-Ufer hinaus auf das Wasser ragt. Ganz oben an der Bugspitze postiert in Überlebensgröße Heinrich der Seefahrer. Dahinter schließen sich andere Persönlichkeiten an, die an den Eroberungs- und Entdeckungsfahrten maßgeblichen Anteil hatten. Etwa 500 Meter vom Padrão dos Cumprimentos entfernt steht das Torre de Belém. Ab seiner Errichtung 1505 stand das Torre de Belém auf einer im Tejo vorgelagerten Insel. Heute gehört diese Insel jedoch zum Festland. Ursprünglich war das Bauwerk als Leucht- und Wachturm konzipiert worden. Auftraggeber war König Manuel I. Der Turm zeigt eine Vermischung von maurischen und manuelinischen Stilelementen. Die Anlage besteht aus einem viereckigen Turm und einer zu Fluss zugewandten Bastion auf sechseckigem Grundriss. Unter den sechs kleinen Wehrtürmchen kann man in Stein gemeißelte Tierköpfe sehen. Hier sehen wir ein Nashorn, das angeblich 1513 ein Geschenk Indiens an König Manuel I. war. Dieses Nashorn war angeblich Vorbild für die Dürer-Grafik Rhinoceros. Wir setzen unseren Spaziergang durch Belém fort und erreichen das Hieronymus-Kloster. Seit seiner Entstehung zu Beginn des 16. Jahrhunderts lag dieses Kloster direkt am Ufer des Tejo. Später veränderte sich durch natürliches und künstliche Faktoren die Lage des Flussufers. Ehe die Bauarbeiten für das Kloster begannen, befand sich an dieser Stelle ein Hospiz sowie die kleine Kapelle Nossa Senhora de Restelo, die bereits im 15. Jahrhundert von Heinrich dem Seefahrer errichtet worden war. Aus dem nahegelegenen Hafen von Restelo legten die Christusritter zu ihren Schiffsreisen ab. Vor diesen riskanten Fahrten nach Übersee beteten sie in der erwähnten Kapelle und übernachteten in der Hospiz. 1497 soll hier auch Vasco da Gama vor seiner ersten Expedition nach Indien gebetet haben. Den Entschluss zum Bau eines Klosters an dieser Stelle traf Manuel I. nach erfolgreicher Rückkehr von einer längeren Expeditionsreise. 1502 begannen die Bauarbeiten, 1571 wurden sie offiziell abgeschlossen. Die angeschlossene dreischiffige Hallenkirche Igreja de Santa Maria erfährt man als einen großzügig gestalteten Raum. Gotisches Netzgewölbe verbindet sechs grazil gearbeitete Säulen im Hauptschiff. Das Querhaus mit einer Scheitelhöhe von 25 Meter unterstützt den großzügigen Raumeindruck.
In der Kirche befinden sich mehrere Grabmäler von Persönlichkeiten der portugiesischen Geschichte. Hier das Grabmal des Dichters Luís de Camões. Nebenan im Sarkophag liegt Vasco da Gama. Beide Grabmäler stammen aus dem 19. Jahrhundert. Im Querschiff stößt man auf weitere Grabmäler und im Hauptchor auf die von stilisierten Elefanten getragenen Sarkophage von Manuel I. und seiner Gemahlin Maria sowie von João III. Und seiner Gemahlin Katharina. Wir verlassen die Kirche und betreten den Kreuzgang des Klosters. Der zweigeschossige Kreuzgang ist ein Prunkstück der Manolinik. Die Kreuzgangarkaden umschließen einen Ziergarten. Die üppige Ornamentik der Renaissanceanlage zeigt die typischen Symbole der manolinischen Schule. Königswappen, stilisierte Pflanzen aus Übersee, das Christuskreuz. In diesem Raum am Kreuzgang sind wieder einmal die typischen Azulejos zu sehen. In diesem Saal sind weitere Persönlichkeiten der portugiesischen Geschichte bestattet. Traditionell kommen Hochzeitspaare nach der Trauung hierher, um sich vor dem historischen Hintergrund fotografieren zu lassen. Nach unserem Spaziergang durch Belém besuchen wir noch die Basilika de Estrela im Stadtteil Estrela. An der Fassade erkennt man 4 allegorische Statuen aus Marmor, die den Glauben, die Anbetung, die Freiheit und die Dankbarkeit symbolisieren.
Die Errichtung der Kirche in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts geht auf das Gelübde der Königin Maria I. zurück. Eine Kirche bauen zu lassen, sollte ihr ein Thronfolger geboren werden. Dies geschah. Der Thronfolger José wurde geboren, starb dann allerdings 2 Jahre vor Fertigstellung der Basilika. Mit der Errichtung der spätbarocken Sternbasilika wurde 1779 begonnen. Auch klassizistische Elemente wurden hinzugefügt. 1790 galt die Kirche als vollendet. Das ist das Grabmal von Maria I., der Gründerin der Kirche. Hier sehen wir die Weihnachtskrippe von Joaquim Machado de Castro in der Basilika de Estrela. Der Krippenkult ist typisch für Portugal im 18. Jahrhundert. Im Gegensatz zu den neapolitanischen Krippen stellen die portugiesischen Barockkrippen in erster Linie biblische Geschichten und Alltagsszenen dar. Diese Krippe stammt aus dem Jahr 1781. Sie besteht aus Holz und Kork. Die Krippe umfasst gegenwärtig etwa 480 Figuren aus Ton oder Terrakotta. Die größten Figuren sind aus Pappmaché. Thank you.